Waren Sie am 1. Januar 2022 Eigentümerin oder Eigentümer von Grundbesitz? Dann müssen Sie bis zum 31. Oktober 2022 eine Erklärung abgeben. Mit diesem Satz grüßt in diesen Tagen unser aller Freund das Elster-Portal. Dazu ein kleines Bildchen, in welchem das Wort Grundsteuer über grünen Wiesen und Hügeln hinter dem Horizont hervorsteigt. Ja, mangelndes Ästhetikempfinden kann man dem Finanzamt nun wirklich nicht vorwerfen. Obwohl, die meisten dürften die Reform nicht wie einen wohltuenden Sonnenaufgang empfinden. Nein, vielmehr wird die Reform in der Wahrnehmung aller einem bürokratischen Ungeheuer gleichkommen, was die besagten grünen Hügel erklimmt und uns heimsucht, um unseren gemütlichen Frieden zu stören. Mir egal, weil ich keinen Grundbesitz habe, denkst du dir nun? Ich muss dich leider enttäuschen, mein lieber mietender Freund. § 2 der Betriebskostenverordnung erlaubt einem jeden Vermieter, die Grundsteuer in Gänze auf seinen Mieter umzulegen. Sollte somit auch dich interessieren, was bei der Reform denn unterm Strich nun rauskommt. Vorab, wer schon tiefer im Thema ist und sich fragt, wie er seinen Wohnraum für die Angaben in Elster berechnet, das haben wir vorausschauend ja bereits vor einiger Zeit abgedeckt. Bitte einmal hier oben klicken. Übrigens bekommt dieses Video in den letzten Wochen ja tausende von Aufrufen, was zeigt, wie aktuell die Thematik im Land ist. Ich habe in den letzten Wochen viele Anfragen von euch bekommen, ob ich mir ja mal der Grundsteuerreform genauer angucken könnte. Ich freue mich sehr über euer Interesse an meiner Meinung und Einordnung. Allerdings gibt es schon wirklich ja exzellenten Content zu diesem Thema. Bis hin zu ja, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie alle erforderlichen Daten in Elster einzutragen sind. Daher habe ich mich entschieden, dass ich nicht ja noch ein redundantes Video dazu in den Hut werfen muss. Vielmehr möchte ich heute nur auf einen einzigen Aspekt blicken. Wer muss mehr zahlen und wer weniger? Bevor ich dir zunächst einmal erkläre, wie die Grundsteuer überhaupt ja erhoben wird, kurz mein Aufruf in eigener Sache. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, du ja vielleicht meinen Bart cool findest oder dir der rote Vogel an der Pinnwand hier gefällt, lass doch gerne ein Like da und abonniere am besten noch den Kanal, damit du keine hotten News mehr von mir verpasst. Nun aber zu der Grundsteuer und der Erläuterung, wie sie bisher berechnet wurde. Zwar gibt es Unterschiede vom Bundesland zu Bundesland in den Details, auch die Hebesätze der Kommunen sind keinesfalls gleich. Die Systematik ist allerdings stets dieselbe und fußt auf drei Variablen, dem Einheitswert, dem Grundsteuermessbetrag und dem Hebesatz. Aber der Reihe nach. Der Name Einheitswert lässt es bereits vermuten. In diesem Schritt wird der Wert einer Immobilie festgelegt, welcher als Grundlage für alle weiteren Bemessungspunkte dienen wird. Dies gilt übrigens für alle drei Kategorien: Agrarbetrieb, Haus, Wohnung, Gewerbeimmobilie und unbebaute Fläche. Der Wert des Grundbesitzes wird bis dato anhand der Anschaffungskosten bzw. Baukosten ermittelt. An dieser Stelle lag ja der Hase übrigens im Pfeffer, denn die zur Beurteilung herangezogenen Werte stammten aus dem Jahr 1964 im Westen und 1935 im Osten. Dieses Alter der Datensatzes war dem Bundesverfassungsgericht ja schlicht zu hoch, als es 2018 die bestehende Regelung für verfassungswidrig erklärte. Im zweiten Schritt wird nun der Einheitswert mit dem Grundsteuermessbetrag ja in Verbindung gesetzt. Dieser Wert ist hochgradig individuell, da er nicht vom Finanzamt, sondern der kommunalen Verwaltung festgelegt wird. Richten tut er sich dabei nach Einwohnerzahl der Kommune, Baujahr und Zustand der Immobilie. Im dritten und letzten Schritt kommt nun der Hebesatz der jeweiligen Kommune ins Spiel. Dieser muss mindestens 200% betragen, im Schnitt liegt er ungefähr ja zwischen 300% und 500%. 500% von was? Lass das mal die Sorge von deinem Steuerberater sein. Du musst dir nur merken, je geringer, desto besser für dich. Sind nun alle drei Grundwerte bestimmt und klar, werden sie, um die endgültige Steuerlast zu errechnen, schlicht miteinander multipliziert. Einheitswert mal Grundbemessungsbetrag mal Hebesatz. Keine Sorge jedoch, dass du im Folgenden nun deine eigene Rechnung aufstellen musst. Das Finanzamt macht das selbstverständlich gerne für dich. Trotzdem ein rein ja willkürliches Beispiel für dich. Sagen wir, du besitzt eine Wohnung im Wert von 600.000 Euro, die Steuermesszahl liegt bei 0,35 Promille und der Hebesatz bei 320%. Die Rechnung sieht somit folgendermaßen aus. 600.000 mal 0,00035 mal 3,2 gleich 672 Euro. Deine Steuerlast beträgt nun also 672 Euro jährlich. Das ist auch der Betrag, den du auf deinen Mieter im Rahmen der Betriebskosten umlegen darfst. Nun aber der Sprung zu der eigentlichen Frage. Für wen wird diese Rechnung nach der Reform teurer und für wen günstiger? Du hast es wahrscheinlich vermutet, ganz so einfach und klar zu beantworten ist diese Frage leider nicht, denn es hängt wie immer von mannigfaltigeren Faktoren ab. Was im Rahmen der Reform klar versprochen wurde, ist, dass die Steuerbelastung gleich bleiben wird. Allerdings im bundesweiten Mittelwert. Das sagt also zunächst einmal ja nur sehr wenig aus.
steigen wir einfach mal ein und betrachten uns die drei Steuerklassen A, B und ganz neu C einmal nacheinander. Grundsteuer A umfasst ja pauschal Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Kann man sich gut merken, steht das A doch für Agrarbetrieb. Für diese Betriebe ist der Hebesatz zumeist geringer als der für die anderen beiden Kategorien. Klasse B steht für alle bebauten Grundstücke. Einfamilienhaus, Wohnung, ja gewerbliche Halle, alles fällt in diese Kategorie. Hier sind die Hebesätze meistens höher als in der Agrarklasse, aber deutlich geringer als in unserer nächsten und durch die Reform neu eingeführten Kategorie C. Klasse C wird ab 2025 alle baureifen Grundstücke umfassen. Ohne uns dieses Mal in rechtlichen Details zu verlieren, gebe ich dir schlicht ein Paradebeispiel für Grundbesitz dieser neuen Kategorie. Ein Stück Bauland in städtischer Lage, das unbebaut ist. Hier drohen in Zukunft die höchsten Hebesätze. Wir stoßen auf eine einfache Antwort zu unserer Frage, für wen es teurer wird. Bist du im Besitz vom Bauland bzw. baureifem Land, wirst du in Zukunft unzweifelhaft mehr zahlen müssen. Warum das so ist? Wir haben seit Jahren fast schon, ja Jahrzehnten, zu wenig Wohnraum in Deutschland, was einen bösen Effekt mit sich bringt. Der bestehende Wohnraum wird immer wertvoller. Infolgedessen schien es ja nicht selten lukrativ, ein Stück Bauland zu erwerben, sich das Risiko und den Stress mit Bau und Entwicklung zu sparen und rein auf die enorme Preissteigerung zu spekulieren. Wird diese brache Bauland dann nach 10 Jahren auch noch steuerfrei veräußert, führt dieses Vorgehen zu einem realen Verlust der Nettowohlfahrt der Gesellschaft. Verbieten ist in der freien Marktwirtschaft schwer, allerdings kann der Gesetzgeber Anreize setzen, auch negative. Genau so ist die Grundsteuererhöhung auf besagte baureife, unbebaute Grundstücke zu verstehen. Das reine Halten von wertvoller werdenden Baugrundstücken soll unattraktiver werden. Klasse C ist damit in unserer Fragestellung abgehakt. Besitzer brachliegender Baugrundstücke müssen mit einer deutlichen Mehrbelastung im Vergleich zu vor der Reform rechnen. Trotzdem, bei Wertsteigerungen im dreistelligen Prozentbereich, auf 10 Jahre, müssten die Hebesätze schon exorbitant sein, um einen Investor die Spekulation wirklich zu verhageln. Mal sehen, was sich die Kommunen trauen werden. Was ist mit den bereits bestehenden Steuerklassen A und B? Hier ist die Antwort ja nicht ganz so einfach, beziehungsweise noch nicht. Es ist nämlich folgendermaßen. Seit dem 1. Juli dieses Jahres sind alle Eigentümer angehalten, die Daten ihres Grundbesitzes an das Finanzamt zu übermitteln. Frist hierfür ist der 31. Oktober, bis zu welchem jeder Eigentümer dazu verpflichtet ist. Danach beginnt der eigentliche Bewertungsprozess, in welchem der Wert des Besitzes festgelegt wird. Zwar sind die zugrunde gelegten Bewertungsmethoden bereits bekannt, allerdings gibt es noch viele offene Variablen. In Klasse B wird eine Unterscheidung zwischen Häusern und Wohnungen und Geschäftsgrundstücken vorgenommen werden. Für die erste Gruppe wird zukünftig der Ertragswert als erste Position in der Grundsteuerberechnung zugrunde gelegt. Das ist neu, denn diese setzt sich aus dem lokalen Bodenrichtwert und der lokalen durchschnittlichen Netto-Kaltmiete zusammen. An dieser Stelle können wir uns eine Vermutung auf die Frage, für wen es teurer wird, erlauben. In Gebieten wie dem Münchner Raum, wo die Netto-Kaltmieten schon seit langem die 20-Euro-Marke durchbrochen haben, könnte dies einen Ertragswert einer Immobilie deutlich nach oben treiben. Auch die Bodenrichtwerte sorgen in diesen Gebieten nicht unbedingt für Entspannung. Anders sieht es hingegen in Gebieten wie Bremerhaven oder Chemnitz aus. Da sich sowohl Bodenrichtwerte als auch Netto-Kaltmieten auf stabil niedrigem Niveau befinden, dürfte hier kein zwangsläufiger Steueranstieg zu erwarten sein. Ich habe hier nun bewusst zwei Extrembeispiele gewählt, die natürlich nicht falsch sind. Allerdings sind es Einzelfälle, was trügerisch ist, denn der Gesetzgeber hat ausdrücklich klargestellt, dass es zu keiner Steuererhöhung durch die Reform kommen soll. Hierfür wird einerseits die Steuermesszahl deutlich abgesenkt, andererseits haben auch die Gemeinden angekündigt, die Hebesätze entsprechend zu senken. Okay, der ganze Prozess ist also noch eine Blackbox. Vielleicht gibt es uns mehr Aufschluss, die Frage zu stellen, ob wir den Versprechungen des Gesetzgebers und der Gemeinden vertrauen können. Ich meine hiermit nicht, dass der Staat eine versteckte Agenda verfolgt. Vielmehr finde ich es spannend, dessen Motivationsgrundlage zu betrachten. Unsere Gesellschaft beruht auf den Grundfesten, dass Wohlhabende mehr Steuerlast tragen als Geringverdiener. Daher könnte man schließen, dass die Grundsteuer, welche primär tendenziell Gutverdiener mit Eigentum trifft, sehr wohl zu einer Steuererhöhung führen könnte. Diese käme dann sozusagen einer kleinen Vermögenssteuer gleich. Aber § 2 der Betriebskostenverordnung wird fortbestehen. Das bedeutet, dass eine Steuererhöhung nicht nur die Eigentümer beträfe, sondern in den allermeisten Fällen direkt auf die Mieter durchschlüge. Und da sind wir beim alten Thema, 50 Euro mehr im Monat sind für einen gut verdienenden Immobilienbesitzer lästig. Für einen mietenden Geringverdiener können sie das Zünglein an der Waage auf dem Weg zur Armutsgrenze sein, was der Staat keinesfalls möchte.
Übrigens hat das Bundesfinanzministerium eine Beispielrechnung veröffentlicht, um berechtigte Sorgen zu zerstreuen. In dieser Matrix gibt es drei verschiedene Szenarien für drei verschiedene Objekte. Du bist intelligent genug und benötigst meine explizite Erklärung zu dieser Grafik hier nicht. Allerdings zwei Worte trotzdem dazu. Gezeigt wird deutlich, dass die Hebesatzanpassung, welche der Bund von den Gemeinden verlangt, in zwei von drei Fällen eine tatsächlich höhere Steuerlast verhindert. Einzig, ja, das Einfamilienhaus wird mit über 30% mehr besteuert als vorher. Wir sehen an diesem Beispiel aus Dresden deutlich, dass eine Mehrbelastung für eine gewisse Subgruppe droht, die Mehrheit und vor allem die mietende Mehrheit aber davon verschont bleiben sollte. Mal sehen, was dann wirklich ab 2025 auf dem Steuerbescheid stehen wird. Den Link zu dem gesamten Artikel poste ich dir gerne unten in die Beschreibung. Mit dieser Beispielrechnung vom Bund sind wir am Ende angekommen. Mir ist klar, dass zwei kurze Antworten auf die Frage, wer zahlt mehr, wer zahlt weniger, zufriedenstellender gewesen wäre. Das wäre aufgrund der Komplexität des Themas allerdings recht unseriös gewesen und deswegen bist du nicht hierher gekommen. Ich hoffe wie immer, dass dir dieses etwas kürzere Video gefallen hat und du dich nun ein bisschen entspannter auf die Reform freuen kannst. Falls dir etwas nicht gefallen hat, lass es mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer über Rückmeldungen von dir und von euch.